So, haben wir wieder was anderes. Seit längerem. Wieder Vertreter vom Baumarkt. Das steht auch schon länger bei mir daheim. Habe ich irgendwann Ende Oktober 2013 geschenkt gekriegt. Also, wie gesagt, der ist bei mir in der Nachbarsiedlung gestanden. Seit Jahren schon draußen im Ring. Schon Gras dran gewachsen. Offensichtlich kein Mensch mehr braucht, sondern mehr einbackelt. Also Künast, also Otto Künast GmbH und Co. KG vom Typ Aerostar BV 48Z, Seriennummer 2089, Viertaktmotor 2,15 Kilowatt, 3000 Umdrehungen pro Minute und Geräuschpegel 68, dementsprechend 96. Das Gerät ist Baujahr 1989. Sieht man hier vorne die Tecumseh Seriennummer, wenn man es sieht. Na, den Motortyp, wenn wir da aufschauen. Na, fällt nicht mehr leicht rein. Ah, das also sieht man schon ungefähr. Es ist ein Motortyp BV 153 E430770 oder na C heißt das glaube ich am Ende genau E430770 und Serie 9167C, sprich der ist am 167. Bautag vom Jahr 1989 hergestellt worden, weil nach der Serie, die Zahl, die steht immer für das Jahr und die nächsten drei für den Tag. Das C steht für die Schicht, in der es gemacht worden ist. Ja, und da hier vorne, das ist der Motortyp. Das ist das Zeichen E, sprich, dass es ein europäischer Motor ist. Und das ist dann nur die Nummer. Ja, wie gesagt, das ist ein ganz klassischer Technomotor vom Typ BV 153, den typischen Schüttel drauf, Senkrechtstarter, geht auch der Griff ab, weil das Seil abgerissen ist, dann habe ich irgendwann einmal schon einer anders reingemacht, weil es ist so hell. Selten auch, dass der diese Abdeckung herum hat, das sieht man nicht häufig, leider fällt der Aufkleber, aber diese Elektronikaufkleber herum. Da sehen wir BV-Motor von der, da muss ich jetzt direkt überlegen, ersten, zweiten, von der vierten Generation. Das ist quasi der genau gleiche Typ, wie originalerweise auf dem Viking von meinem Opa drum war, nur dass der den Senkrechtstarter hat, was mir persönlich immer der liebere Starter ist und nicht den Zurücklehnstarter. Und den Luftfilter. Schaut noch ganz gut aus. Mir echt nichts sagen. Da sieht man es auch noch mal drin. 89. Also da haben wir Nummerngleichheit. Na, da bei dem Vergaser hat schon mal einer diesen Tupfer. Weil der, wenn man den nicht gescheit pflegt, dann wird der oft einmal undicht, das ist ein Ablasstupfer. Und dann hat er schon mal einen Schrauben reingemacht. Und natürlich raus. Insgesamt ist das Teil jetzt ziemlich dreckig. Also Auspuff hat zum Glück einen Deflektor dort. Und dann schon ein wenig verbogen, das Ganze. Was für ein Schrauben. Aber insgesamt von den Kunststoffteilen kann man echt nichts sagen. Also sowohl Luftfiltergehäuse als auch Tank. Deckel ist auch noch drum. Wenn wir da gerade mal reinschauen. Da sieht man jetzt nicht viel. Muss man schnell Taschenlampen holen. Also da, wenn man einerleicht, schlagt eigentlich einiges Zeug drin. Was ist denn das? Irgendein toter Wips oder eine alte Biene oder sowas. Also das Teil, das hat schon einiges gesehen, sage ich mal. Naja, wenn wir gescheit sauber machen.
Genau. Ölstand. Da haben wir übermäßig viel drin. Und also da die Zapfen abgebrochen. Aber das stört ihn nicht. Naja, das ist ein ganz typisches Beutel. Unten ist ein bisschen ein schwarzer Rand unter der Minimalmarkierung. Und da hat schon irgendeiner was hergemacht. Die Höhenverstellung ist auch fest. Kann man auch gangbar machen. Radl sind gar nicht schlecht, sind spulfrei, das ist selten. Sieht man es auch nochmal. E-Floor Formel R. EDE-Qualität. Ich glaube, die sind auch vom Praktiker verkauft worden, die Otto Künast mehr. Aber wie gesagt, zentrale Schnitthöhenverstellung ist echt nicht schlecht. Da haben wir diese originalen Schrammen dort, die ist da schon austauscht. Gashebe. Ein ganz ein typisches Baumarktbeutel. Da ganz schön fest. Ah, jetzt ist er sogar wieder frei geworden. Kann wegen Auspunkt geschmiert, Bautenzug und so weiter. Aha. Natürlich auch wahnsinnig verölt und dreckert. Mal müssen wir gescheit sauber machen da. Ja, Fangkorb. Schaut auch noch nicht schlecht aus. Also nicht großartig Pro oder so. Wenn man da mal reinschaut. So eine Konstruktion. Quasi da die Hakel mit einer Feder. Da in den Rand einer greift. Und die zwei Noppen da, die gehen dann da in das Loch. So schaut es da drin aus. Ein wenig Licht. Dann werden wir die Taschenlampen da nehmen. Dann werden wir eine leuchten. Naja, da braucht es eine neue Batterie. Verspinnwebenzeiger. Na, jedenfalls, wenn der sauber gemacht ist. Kommen wir wieder gut hernehmen. Und jetzt sollen wir noch da unten reinschauen. Also wenn ich jetzt so weit aufheben kann. Naja. Also ein Haufen Zeug drin, ein Haufen Rost. Messer, ziemlich der Haut. Kerkschliffe und ausgewucht. Ja, da ein bisschen der Rand ausbogen. Also schon ein wenig Arbeit insgesamt. Aber nichts, was sich nicht lösen lässt. Ja. Jetzt werden wir mal ein paar Teile runterbauen. Also sprich Vergaseeinheit, Tank, Gebläsegehäuse, mal Zündkerzen reinschrauben, dann nochmal gut mit dem Hochdruckreiniger drüber fahren. Ja. Dann halt das ganze Ding herrichten, Vergaser sauber machen, Ölwanne auswaschen, so weiter und so fort. Und es wird dann das nächste Verkaufsobjekt wahrscheinlich. Da hinten meine zwei. Elektromäher ist schon weg, für gute 15 Euro weitergegangen. Die habe ich jetzt noch nicht eingestellt, sprich den Vertikutierer und den anderen Motor, müssen wir noch machen. Na, bei Gelegenheit einmal. Ja, wenn der weg ist. In meiner Hütte auch wieder einiges am Platz frei waren. Da kann wieder was Neues dazu erkennen. Ja, Update gibt es wie immer, wenn ich mit dem Sach weitergekommen bin. So, endlich gibt es seit längerem mal wieder ein Update von mir. Bin ja momentan gerade beschäftigt mit meinem Künast Baumarktmäher. Jetzt habe ich da schon mal
einiges weggebaut. Also quasi fast alles. Da hervorne haben wir die Achs und da hinten genauso. Also die liegen jetzt so da. Die fällt überhaupt nichts. Sind im wunderbaren Zustand. Einmal frei. Radl auch. Sind auch herrlich von der Farbe. Jetzt muss ich halt da das Gehäuse gescheit ausbauen. Also man sieht schon da, das ist verbogen. Da ein wenig, da vorne ist es einbogen. Gehört auch schön ausgerichtet. Aber das ist ein ziemlich stabiles Blech. Also das geht zum Glück einwandfrei. Das Einzige, was mir momentan ein bisschen kratzt bei der ganzen Geschichte, ist da diese Höhenverstellung. Also da der Griff da. Weil das ist ja da die Spindel, mit der da das Flacheisen dann mit der Axt da befestigt ist und die wiederum geht über diese Stange da dann zur Vorderachs vor, also da vor. Ja, und da der Kahn ja, ich weiß nicht wie lang im Ring draußen gestanden ist, ist das natürlich alles eingerostet worden. Ich habe das ja schon mal mit Sprühöl behandelt, also mit so einem WD-40. Ja. Und jetzt ein bisschen hingeklopft und jetzt schaue ich einfach mal, wie sich das entwickelt. Naja, wenn wir nächste Woche dann nochmal schauen, dass wir das runterbringen. Das Problem ist, ich habe jetzt schon versucht, dass ich dagegen halte. Also quasi da einen Franzosen her und hinten mit der Rohrzange. Aber da verbirgst du eher dieses Flacheisen da ist, dass da irgendwas geht. Also das muss ich mir nochmal ein bisschen einwacken lassen. Ja, genau, da hinten habe ich von der Klappe das Teil schon runter. Das ärgert mich noch ein bisschen da. Weil nämlich hier das da ausgebogen ist, sprich. Ich komme innen, na Gott, das sieht man jetzt sowieso nicht, jedenfalls komme ich innen da mit dem Schraubenschlüssel nicht an die Mutter hier, sodass ich die Schrauben rausschrauben kann. Also da muss ich mir noch was einfallen lassen. Wahrscheinlich das einfach mal da nochmal reindreschen. Und das dann hier alles gescheit ausbauen. Ja, und dann wird das Gehäuse geschliffen und entrostet und neu lackiert. Wie gesagt, Aufkleber bleiben wir halten. Schön auf Original. Ja, das sind da diese Halterungen für die Achsen. Und da sind hier diese kleinen Schrammdorten, die haben hier einen Vierkant am Ende und da diesen Kopf. So eine kleine selbstsichernden Murren. Da habe ich auch zwei aufschneiden müssen mit meinem Dremel. Und weil ich solche eine Schramm nicht da habe, habe ich da vorsichtig sein müssen, dass ich die nicht ganz kaputt mache, weil die sind also besondere, wie gesagt, die sind auch keine normalen. Man kann es natürlich durch normale auch ersetzen, aber dann ist es nicht mehr original. Aber das ist mit dem Dremel gut gegangen. Also, ich habe jetzt zum Beispiel so aufgeschnittene Murder. Das sind so selbstsichernde. Da habe ich Ersatz davon. Das bei zwei Stück machen müssen. Ja, aber die Schrauben auf jeden Fall da entrosten noch. Die Quinter nachschneiden. Da. Das ist der alte Vergaser. Das sieht man schon, da ist man hier. Da sind wir diese Halterungen ausbrochen. Für den Stift, der da normalerweise dort ist und den schwimmen wir halt. Also da habe ich aus drei Vergaser, drei hinnige Vergaser einen gescheiten zusammengebaut. Da mit dem Messer, da, das ist auch ein wegen einer Provisoriumskonstruktion. Irgendeiner hat da, ich weiß nicht warum, auch immer unter den Motor. Muss dann eigentlich da, dass der her drum ist und dann aber gleichzeitig die Messerkupplung verlängert, sodass das Messer wieder auf originaler Höhe ist. Also wo da das Sinn dahinter ist, das fragt sich einer. Na gut, wäre schon so ein Patent gewesen. Ja, wird auf jeden Fall ausgemerzt. Pfuscherei und da ist nochmal der alte Luftfilter. Jetzt löst sich total auf, ist jetzt mittlerweile ein neuer Motor drin. Und da Tankdeckel Deflektor. Sind noch ein paar Teile überblieben statt der Abdeckung. Messerschrauben. Schaut mir auch nicht übermäßig gut aus. Ja, alles noch gescheit. Sauber machen, richten, austauschen, zusammenbauen. Und da bloß noch den Bügel. Und den Gashebel schmieren. Dann ein bisschen Abschleifen, lackieren, ausbürgen da die Biegung ein wenig anders machen, dass der so hoch herum ist, dass ein normaler Mensch damit arbeiten kann und nicht bloß ein Kind. Das ist so viel weit drunter, ich weiß nicht, was da der Kasperl da runtergebogen hat, aber das gehört auf jeden Fall ausgerichtet.
Ah, so viel mal dazu. Bloß mal ein kurz Zwischenupdate, wo man noch sieht, was so los ist. Das sind diese Glocken. Ja, dann will ich die nächste Woche mal weiter basteln. Ja, sobald sie bei dem Gehäuse was da hat, gibt es wieder ein Video. Ja, erster Kaltstart vom BV, Teststart. Na, da meine geht noch nicht viel. Zuerst einmal noch mal schauen, was los ist. So, eine Masse habe ich von der Zündung war nicht angesteckt und hat einen Kontakt gemacht. Da kann auch kein Funken kommen. Testen wir mal. Müssen wir mal schauen. Also Funken hat er, aber irgendwie zwickt er noch ein wenig. Wollen wir noch mal schauen. Yes. Also irgendwo ist da Hund drin. Wollen wir noch mal schauen, was da los ist. So, das Messer war locker, jetzt habe ich es festgezogen auf ein neues. Ja, der Wahnsinn, läuft mir jetzt sauer.
Hammer. Und läuft wie eine Sau. Ja, Wahnsinn, ey. Die alte Wert haben wir jetzt. Nicht gesagt. Der Auspuff fährt halt total. Das vergesst nicht. Wahnsinn, der kann auch so laufen. Brutal.